Insekten sind für viele Leute einfach lästig. Leider ist es dem Menschen nicht richtig bewusst, wie wichtig die Insekten für ihn sind. Heutzutage sind ca. 100.000 Insektenarten bekannt. Wie können wir den Insekten helfen? Wir können für sie Insektenhotels bauen, ganz einfach aus ein paar Stücken Holz. Wir können auch ein Schälchen mit Wasser ans Fenster stellen. Das ist ein tolles Mikrobiotop, in dem sie sich weiterentwickeln können. Wir Menschen sollten uns mehr bemühen, die Insekten zu schützen. Eine Insektenart, die nicht aussterben sollte, sind die Bienen. Den Großteil der Bestäubung der Pflanzen übernehmen Bienen, insbesondere Wildbienen. In Deutschland gibt es ca. 560 Wildbienenarten. Sie stellen keinen Honig her, bestäuben aber umso mehr Pflanzen. Außerdem sind Wildbienen ungefährlich, da ihr Stachel zu klein ist, um durch unsere Haut zu kommen. Für das Ökosystem sind Wildbienen sehr wichtig. Aber durch die Pestizide, die wir Menschen benutzen, werden nicht nur Schädlinge getötet, sondern auch wichtige Insekten. Pestizide sind übrigens Schädlingsbekämpfungsmittel. Durch die immer geringere Bestäubung der Pflanzen kann es zu einer globalen Krise kommen. Was die Vernachlässigung von Bienen anrichten kann, zeigt ein Beispiel aus China. In der chinesischen Region Sichuan wurde durch Pestizide fast alle Insekten getötet. Die Bestäubung der Obstbäume übernehmen jetzt Menschen. Sie klettern auf die Bäume und tragen den Pollen mit einem Pinsel auf unzählige Blüten auf. Das kann nur eine Notlösung sein.